Liebe FIFA-Freunde, es ist wieder soweit. FIFA 13 Demo, der zweite Teil, wartet auf euch. Und zwar habe ich diesmal ein paar Runden rumgespielt und ich möchte diesmal mit dem Arsenal spielen, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Als Gegner nehmen wir jetzt einfach mal AC Mailand, das sollte halbwegs in Ordnung sein. Natürlich nehmen wir das rote Gunners-Trikot und von FC Arsenal, das dritte, beziehungsweise schwarze Trikot. Dann schauen wir zu meinem Teammanagement rein und wollen jetzt auch mal ein bisschen mit der Formation und allem rumspielen. Da möchte ich jetzt auch ein bisschen näher drauf eingehen und nichtsdestotrotz möchte ich, das kann ich auch gleich im Spiel machen, die Musik runterstellen, ihr versteht mich ja alles gut. Stelle ich die Formation auf 4-3-2-1. Das ist eine sehr, sehr begehrte Formation aus dem FIFA 12 Ultimate Team Modus gewesen. Ich erkläre euch auch gleich wieso. Hier gibt es auch noch sehr, sehr viele andere. Beispielsweise 4-3-3 halten, 4-3-3 defensiv, offensiv, falsche 9. Also es gibt schon sehr, sehr geile Sachen, die sich der EA einfallen ließ. Natürlich kann man immer noch, wie vorher auch, noch selbst an der Formation rumfeilen. Hier sind wieder die ganz normalen Arten bzw. Schnelltaktiken, die man dann mit den Pfeiltasten auswählen kann. Spielerrollen kann man jetzt auch nochmal alles zuweisen, da hat sich noch nichts dran getan. Die Formation jetzt zu bearbeiten muss nicht sein. Ich glaube, in der Demo ist es noch gar nicht möglich. Aber ich bin definitiv so, wie es ist, zufrieden. Am Kader spielen wir jetzt auch nochmal ein bisschen rum. Und zwar kommt Giroud raus. Für Giroud kommt, wen haben wir hier denn? Oh, was hatte ich mir hier denn überlegt? Genau. Podolski, Gervinho und Oxlade auf den Flügeln. So, linker Flügel, rechter Flügel, beziehungsweise rechter Sturm, linker Sturm. Und Giroud kann raus für Arshavin. Und dann machen wir Walcott. Lassen wir erstmal auf der Bank. Also ich finde Oxlade Chamberlain einfach einen super geilen Spieler. Also ist vom Spielertyp her einfach einzigartig. Finde ich sehr, sehr geil. Und dementsprechend bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. So, machen wir jetzt hier mal einen Freistoß. Erstes Symbol getroffen. Diesmal müssen wir ein bisschen mehr Druck hinterbringen. Zweites Symbol getroffen. Sehr schön. So, das müsste in etwa passen. Ach, verdammt. Bisschen weiter rüber. So. Nein, die Latte. Also hier, die Ziele möchte ich jetzt noch treffen. 4 Versuche habe ich noch. Also ich finde die Skillgames auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ach, verdammt. Ich unterschätze oder überschätze den Drall, den Chamberlain hier an den Tag legt. Sehr schön. Das war ein schöner Schuss. Dann sollte der hier jetzt auch halbwegs passen. So. Und dieses Ziel haben wir nun auch ausgenockt, um das Ganze mal am Schopf zu packen. 5700 Punkte, ganz, ganz locker diesen Modus geschafft. Und damit steigen wir auch schon wieder direkt ins Spiel ein. Und zwar zum Highlight-Spiel der FIFA 13 Demo. Den Gunners gegen den Mailand. Mal sehen, wie das hier alles genau abläuft. Aber als allererstes muss ich definitiv wieder den Kommentator ausschalten, sonst geht das alles wieder nach hinten los. Rest wieder auf 8. Problem ist, die Settings kann man halt nicht beibehalten. Das heißt, sobald ich das Spiel neu starte, muss ich alles wieder neu einstellen. Also verzeiht es mir. Aber nun geht es auch endlich los. Und wir hoffen natürlich, das bestmöglichste Ergebnis zu zielen. Ich habe zu erzielen, ich habe jetzt noch mal ein paar Matches gespielt. Habe mich ein bisschen mit der Steuerung eingefunden. Danach, wenn ich FIFA 12 gespielt habe, war alles ziemlich, ziemlich ungewohnt. Und ich hoffe, dass ich hier jetzt ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielen kann, was natürlich für mich und auch für euch wesentlich angenehmer wäre als eine Niederlage im ersten Teil. Und ein angeschnittener Schuss, der lieber, oder exakt leider, nach hinten losging. Der hatte irgendwie nicht so vieles gut zu sitzen. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich auch an die Abpraller gewöhnt hat, muss ich mein Vorwort aus dem ersten Video leicht drosseln. Ist es Gewöhnungssache. 2-3 Matches und man hat sich damit eigentlich abgefunden. Dass manche immer noch zu stark sind, hat sich meiner Meinung nach nichts dran geändert. Ist ja auch immer noch genau dieselbe Demo.
Aber nichtsdestotrotz macht das alles einen sehr, sehr guten Eindruck. Da hat FIFA schon deutlich schlechtere Demo-Teile abgelegt, beispielsweise FIFA 10. Und auch die 12er-Demo war nicht der Hit, vielleicht für den PC, aber auf den Konsolen nichts Dolles. Sehr schön. Ah, Mann. Also die KI, also ich glaube, normal verspielt man auch Weltklasse. Die KI ist wirklich nicht von schlechten Eltern, das muss man denen wirklich lassen. War sie ja noch nie, aber einfach selbst die KI meiner eigenen Spieler ist sehr, sehr gut. Und das freut mich umso mehr. Jetzt der Ball auf Podolski, der ihm verspringt. Ach, komm schon. Schiri, was ist da los? Warum hast du nicht gepfiffen? Naja, schade von Oxlade, hätte man definitiv besser verwerten können, aber es war auch ganz klar mein Fehler. Ich könnte ja gleich mal gucken, ob ich schon einen der neuen Tricks euch hier präsentieren kann, die ich gestern in meinem Video gezeigt habe. So, der Ball kommt weg auf Aschavin. So. Verdammt. Da wollte ich den neuen Trickpass ausprobieren, hat aber leider nicht geklappt. So. Und was mache ich jetzt? Erstmal den Ball auf Podolski legen. Podolski schiebt den Ball runter auf Mikael Arteta. Arteta mit dem Schuss ins Tor. Sehr schön. 37. Minute. Die Gunners treffen. Oxlade freut sich für Mikael Arteta. Ein sehr, sehr schöner Ball von Lukas Podolski auf den rechten Mittelfeldspieler, wenn ich mich nicht täusche. Beziehungsweise in der Formation gibt es ja nur drei zentrale Mittelfeldspieler. Aber er war, glaube ich, der rechtspositionierte, wenn ich mich nicht täusche. Und dort kann man halt jetzt auch schon ein wenig sehen, dass ich mich deutlich besser eingespielt habe. Wobei ich auch viel mit Arsenal gespielt habe. Und ich habe die... so oft habe in den paar Sätzen. Auf jeden Fall die Kritik, die Arsenal abbekommen hat momentan als FIFA-Mannschaft, kann ich nicht so ganz verstehen. Da Tempo jetzt nicht mal eine obergeordnete Rolle spielt, finde ich die Mannschaft sehr, sehr geil. Starke Innenverteidiger mit Mertesacker. Einen sehr, sehr kraftvollen Sturm mit Podolski. Schnelle Flügelspieler, sowohl mit Oxlade und Walcott und was weiß ich wem. Im Mittelfeld noch Aschavin auf der Bank. Also alles in allem eine sehr, sehr schöne Mannschaft. Macht riesig Spaß, mit der zu spielen. Und ich freue mich umso mehr, dass direkt mein erster Schuss aufs Tor das Netz gefunden hat. Damit habe ich natürlich den AC Mailand stark unter Druck gesetzt. Und deswegen hoffe ich jetzt natürlich wieder mal das Beste. Da ist der Ball leider ein Stückchen zu doll versprungen. Mit den Verspringern. Ob ich die Sprint-Taste drücke oder peng, manchmal hat es einfach keinen Einfluss. Klar, wenn ich direkt lossprinten will, hüpft er ein bisschen weiter weg, das ist logisch. Aber nichtsdestotrotz hüpft der Ball manchmal auch so ziemlich weit weg. Also nur um das nochmal klarzustellen, weil viele halt dachten, ich drücke die ganze Zeit die Sprint-Taste. Ich meine, das war schon bei FIFA 12 nicht sonderlich klug. Dann ist es hier noch blöder, sich da probieren festzuhalten oder damit irgendetwas zu erzielen. Aber das ist... wie schon erwähnt, alles Gewöhnungssache und es macht einfach saumäßig Spaß, diese Demo zu spielen. Also auch manche Leute, die meinten, dass die PES-Demo einfach deutlich besser ist. Geschmackssache kann ich selber nicht nachvollziehen. Klar, ich bin FIFA-Fan etc. Aber das war auch mal anders. Ich habe damals FIFA, weiß ich nicht, ich habe es gehasst. Es war eine Zeit lang so super schlecht, hat sich aber alles zum Guten gewendet, was mich sehr, sehr freut. Und habe vor Freude etc. mich jedes Jahr auf einen neuen PES-Teil gefreut. Jetzt ist es wieder umgekehrt. Trotzdem bin ich immer objektiv. Und ich muss sagen, dass die PES-Demo nicht so rund ist. Da ist alles mir ein Tick zu... ich weiß es nicht. Ich finde, FIFA läuft runder. Klingt blöd und ist sehr, sehr schwer zu beschreiben, aber... oh, und er seid falls hier. Schade, ich habe doch extra die Taste gedrückt, damit er was Schönes macht. Aber Diaby oder Diaby kann das wahrscheinlich nicht. Ist ja auch gar nicht so schlimm. Probieren wir jetzt mal mit Mikael Arteta eine Vorlage zu erzielen. Aus der Ecke heraus, hat aber leider auch nicht funktioniert. Auf jeden Fall, sowohl die Tricks, das Passverhalten, wie der Ball wegspringt, die KI, das macht alles meiner Meinung nach halt einen runderen Eindruck. Ist ein blödes Wort. Bloß leider fällt mir dazu ehrlich gesagt nichts anderes ein und ein angeschnittener Ball, der leider das Tor nicht gefunden hat.
Und eins muss ich sagen, was mir immer noch sehr, sehr gut gefällt. Angeschnittene Schüsse sind wirklich schwer. Es ist nicht mehr so, dass jeder angeschnittene Schuss reingeht. Da muss man wirklich viel, viel üben. Wahrscheinlich auch deutlich besser selber zielen. Als noch bei FIFA 12, wo das dann alles der Computer übernommen hat. Und das, obwohl selbst hier der Schuss auf Hilfe ist. Aber ich bin gespannt, wie sich das natürlich nochmal zur finalen Version ändert. Alles ist möglich. Manche Änderungen würde ich sehr gut willkommen heißen, aber anderenfalls läuft das Spiel sehr rund und das gefällt mir wirklich gut. Und mir fällt wirklich wenige Punkte ein, die ich noch großartig kritisieren kann. Was ich auch sehr, sehr geil finde, ist... Oh! Da wäre er fast noch gefährlich geworden, der Ball. Hier sieht man es nochmal von Gervinho. Ja, schade. Nichts draus geworden, aber letztendlich war Beatti doch noch sehr gefährlich geworden. Was mir auch sehr gut gefällt, ist, wie schon erwähnt, die neue Impact Engine, beziehungsweise die überarbeitete Version, ob man sie jetzt Impact Engine 2.0 oder 1.2 oder Impact Engine neu oder schieß mich tot nennt, ist ja relativ egal. Es geht einfach ums Prinzip und vom Prinzip her ist sie gut. Wie ihr seht, es gibt kaum Fehler und nichtsdestotrotz sind die Zweikämpfe sehr, sehr... Na, realistisch ist immer der falsche Ausdruck. Ob FIFA, ich frage mich ja mal, ob FIFA wirklich realistisch sein will oder Pro Evolution Soccer. Es ist auf jeden Fall der Weg in die richtige Richtung. Drücken wir so aus. Jetzt kommt ein angeschnittener Schuss von Lukas Podolski. Und Abiati hat schon wieder gehalten. Der Typ ist einfach eine Katze. Allgemein, die Torhüter sind sehr, sehr gut geworden in FIFA. Finde ich auch sehr, sehr geil. Aber nichtsdestotrotz habe ich mit den Gunners den AC Mailand abgeschossen. Was mich sehr freut, so müssten wir nicht ins Elfmeterschießen gehen oder sonst irgendetwas, was die Demo natürlich auch bietet. Oder selbstverständlich ist es nicht. Auf jeden Fall, wenn ein Unentschieden entstanden ist, kommt man ins Elfmeterschießen. Da hat sich aber reichlich wenig getan, dass ich jetzt bewusst hätte auf Unentschieden spielen können, um euch da etwas zu präsentieren, Neues oder sonst was. Ist mir auch ehrlich gesagt nichts bekannt. Ich probiere mich jetzt nochmal durchzuklicken, in der Hoffnung, dass ich ein ganz bestimmtes Spiel finde. Genau, das Spiel wollte ich euch präsentieren, und zwar das Bronze-Dribbling. Das werde ich jetzt ein paar Runden spielen und nochmal ein bisschen philosophieren. Also wer jetzt ein ernstes Match sehen will, bitte ausschalten. Das Minigame nenne ich jetzt einfach, macht sehr, sehr viel Spaß. Genannt Dribbling ist natürlich nur der Bronze-Modus. Aber wie gesagt, ich fange jetzt einfach mal an und laufe hier mal ein bisschen rum. Der Sinn ist, möglichst eng, was ich jetzt nicht getan habe, an den Fähnchen, Stangen, wie auch immer, vorbeizulaufen, danach den Abschluss manuell zu suchen, und ich habe das Lattenkreuz getroffen. Verdammte Axt. Das ist natürlich ärgerlich. Habe ich den Ball jetzt schon wieder? Oder was macht er jetzt? Da ist er. So, der müsste aber reingehen. Aber leider nichts getroffen, und dementsprechend werde ich jetzt nochmal neu starten und hoffen, dass ich es diesmal ein wenig besser hinbekomme. Das sieht doch schon... Nein! Jetzt stockt es. Warum? Oder habe ich es geschafft? Und die Wumme ins rechte untere Eck. Schade. War mehr drin. Die Demo ist sehr, sehr geil. Die Minispiele verstehe ich auch nicht, dass das manche kritisieren. Ich meine, das ist doch eine super geile Neuerung. Damit probiert EA ein, die manuelle Steuerung näher zu bringen, die ich ja seit 2-3 Jahren eh anprise. Und immer wieder an den Pranger hänge, dass ich super geil finde, dass so etwas überhaupt von FIFA unterstützt wird. Und dementsprechend sind die meisten Modi auch in der manuellen Ausführung, was mir sozusagen zusagt. Aber freut euch doch, ihr müsst euch nicht in dem richtigen Spiel damit auseinandersetzen, auf manuell zu spielen. Ihr habt eine Möglichkeit, gezielt eure manuellen Skills zu trainieren. Ich spiele seit 2-3 Jahren manuell und mache immer noch Fehler. Klar, logisch, Fehler sind menschlich. Aber wenn EA einen da Möglichkeiten bietet, die Fehler zu minimieren, dann nehme ich sowas doch an. Freue mich darüber, dass EA so etwas einbaut, die sich Gedanken machen. Hey, wie soll ich das alles machen? Wie können wir Leute dazu animieren, mehr auf manuell zu spielen? Hier sieht man jetzt nochmal die neue... Ja, warte, wie macht er das? Ja, das ist dieses neue komische Dribbling, was ich in meinem Skill-Video habe, wenn man die LB-Taste drückt, was jeder Spieler kann. Hier die neuen Sidesteps kann ich jetzt auch nochmal zeigen. Nach hinten, nach vorne, zur Seite. Vorher war das auch nicht möglich. Also auch eine sehr, sehr geile Sache.
Das sind alles Dinge, die man hier jetzt gezielt üben kann, trainieren kann, um einfach seine Skills in dem Endcontent oder dem richtigen Spiel zu verbessern. Und ich meine, besser geht's da ja nun wirklich nicht. Und ich habe sogar noch ein Ziel getroffen. Also, das war's eigentlich noch, was ich allgemein kurz zu den Skill-Games sagen wollte, dass ich jetzt ein bisschen geleckt habe. Tut mir persönlich leid, da konnte ich jetzt aber nichts dran ändern. Jedenfalls, die Skill-Games sind nützlich. Ergreift diese Chance, setzt euch mit denen auseinander. Ob es jetzt direkt in der Arena ist oder so. Ich meine, glaubt es mir, manuell Spiel macht Spaß, es ist frustrierend, aber dann macht die KI keine Fehler mehr oder das Schusssystem von FIFA, sondern ihr. Dann müsst ihr nicht den Controller gegen die Wand klatschen, sondern euren verdammten kleinen Schädel, weil ihr falsch gehandelt habt. Was glaubt ihr, wie oft ich mich selbst schon gehasst habe? Ich konnte abends nicht einschlafen, ich wollte nicht mal mit mir in einem Bett liegen. Aber was soll's? Das gehört zu FIFA dazu. Sowohl Frustration als auch die emotionale Freude. Das ist auch einer der größten Punkte, die meiner Meinung nach FIFA auszeichnen. Aber ich möchte jetzt auch nicht zu weit in Detail gehen. Wie gesagt, das ist noch die Demo. Also, das war's von meiner Seite aus. Wenn euch das Video gefallen hat, liked es doch bitte und hinterlasst einen Kommentar. Eure Meinung, wie euch die Demo gefällt, etc. Plaudert alles aus eurem Nähkästchen. Ich bin bereit, mit euch da weiter im Kontakt zu stehen. Wir können auch gerne zusammen alle mal skypen oder uns auf dem TS treffen. Wenn Interesse besteht, sagt einfach Bescheid. Ansonsten verabschiede ich mich von euch. Ich bin euer Hahn und wir sehen uns bald mit FIFA 13 wieder. Euch noch einen schönen Abend und viel Spaß mit der Demo.